Eins, zwei, drei, vier, fünf. Fünf Themen. Willkommen bei der Zero Page. Ordnung muss sein. Willkommen bei Pflock 4 mal die 0, 0100, binär, was da wäre, die Nummer 4 dezimal. Und es gibt heute fünf Themen, über die ich sprechen möchte. Und da die Beleuchtung nicht stimmt, fange ich mal gleich mit dem ersten Thema an. Es muss ja hier die für die Vlogs über die Jimmy die Resta Gedenkbeleuchtung sein. Und dafür liegt auch hier schon das iPad bereit. Denn ich hatte ja vor geraumer Zeit ein Video gemacht und dort gezeigt, wie ich hier zwei 200 Watt Hallenleuchten in der Werkstatt anbringe, zusammen mit selbstgedruckten Deckenhaltern und entsprechender Kabelführung und Steuerung über einen Sonoff Basic WLAN-Switch. So, und diesen WLAN-Switch, den kann ich über Alexa steuern. Das habe ich auch in dem Video gezeigt. Verlinke ich euch im Eck und in der Videobeschreibung. Aber das hat mir nicht genügt. Ich wollte gerne das Ding auch quasi wie über einen normalen Schalter bedienen können. Beide Hallenlampen und unabhängig voneinander. Und habe mir dafür ein bisschen was programmiert. Denn diese Sonoff Basics, die bieten eine API an. Application Programming Interface, REST Interface, über die man die auch, sagen wir mal, fernsteuern kann. Und das habe ich hier gemacht und das wollte ich euch unbedingt mal zeigen. Damit ist das Projekt auch abgeschlossen tatsächlich. Ich komme mal näher. So, und zwar gibt es jetzt, das ist der Safari-Browser, da gibt es einfach nur eine Webseite und mit zwei Buttons, einmal Werkbank, einmal Gasflasche. Als irgendwie mit Schweißtisch hat Alexa nicht drauf gehört, deswegen habe ich das Ding Gasflasche genannt. So, und wenn ich da jetzt drauf tippe, dann passiert nichts. Aber wenn ich richtig tippe, Tipp. Ah, geht doch. Tipp-Fail. Und ja, dann klappt es auch mit dem Nachbarn, wie man so schön sagt. Machen wir die anderen Lampen aus. Und es funktioniert wirklich super und zuverlässig. Wie ist das technisch aufgebaut? Ich wollte nicht in die Details gehen, aber ich habe auf meinem NAS, Network Attached Storage, habe ich einen Webserver installiert. Habe dann dort eine Webseite programmiert, die über JavaScript und Ajax diese API bedient, um die Lampen ein- oder auszuschalten. Das ist es im Wesentlichen. Für wen das alles nur böhmische Dörfer sind, muss jetzt mich entweder total toll finden oder einfach ein bisschen recherchieren. Und für alle anderen ist es kalter Kaffee und die legen sich jetzt schon schlafen. Hoffentlich nicht, denn es kommen noch weitere Sachen. Also, Jimmy die Resta Gedenkbeleuchtung ist eingeschaltet und es geht weiter mit dem nächsten Thema. Und das nächste Thema, Thema Nummer 2, ist hier dieses Stahllineal mit dem zugehörigen Anschlag. Ich komme mal näher und zeig's. Also, das ist das Stahllineal mit diesem Anschlag hier. Mal verstellen. So, also klassisches Streichmaß. Und das Ding, das benutze ich ganz, ganz viel. Das könnt ihr in der überwiegenden Zahl meiner Videos, glaube ich, kommt das Ding irgendwann mal zum Einsatz. Ich habe das seit Jahren, bin damit super happy, beim Dieter gekauft. Aber, es gibt ein Aber und das hat mich, muss ich zugeben, so in den letzten Monaten zunehmend stärker gestört, dass der Anschlag halt, wie man sehen kann, sehr, sehr klein ist. Und das führt dazu, dass ihr eine sehr geringe Anlagefläche habt, wenn ihr irgendwo ein Maß anzeichnen wollt. Und dann muss man sehr genau führen und sehr genau achten, dass man da nicht irgendwie Abrutsch verkantet etc. Und ist eigentlich zu klein. So, jetzt wäre es natürlich für mich eine einfache Lösung, entweder aus Holz neu bauen. Ich meine, der Michael Truppe von Let's Bastel hat das Ding ja auch zu einer gewissen, wie soll ich sagen, Bekanntheit geführt, dieses Streichmaß, diese Art des Streichmaßes. Ich hätte es drucken können natürlich, wäre auch recht einfach gewesen, aber mangels Zeit habe ich gedacht, guck doch mal, was es da so bei Amazon gibt und bin dann über dieses Ding hier gestolpert. Und zwar von dem Hersteller Adler Focus. Und es gibt, ich komme mal näher und zeige das, also am Ende auch ein Stahllineal, EG1 glaube ich, oder wie man diese Norm nennt. Also sehr genau, ja, kann man glaube ich ganz gut sehen. Sehr präzise geführt, also wirklich absolut präzise, nicht nur sehr, sondern absolut präzise. Halbe, dreiviertel Umdrehung ist das Ding auch bombenfest. Super. Will ich jetzt schon nicht mehr missen. Es gibt davon natürlich eine ganze Menge. Ich kann jetzt nicht so weit gehen und sagen, das ist das Original und alle anderen sind kopiert. Aber wenn man sich so ein bisschen die Rezensionen anschaut, und dann müsst ihr euch euer eigenes Bild am Ende
machen, dann würde ich behaupten, ist das hier schon sozusagen das führende Teil. Ich habe jetzt die anderen, um objektiven Vergleich zu machen, nicht auch noch bestellt, um sie dann im besten Fall auch noch zu retournieren. Also das fände ich jetzt nicht so okay. Bin aber mit dem Teil total zufrieden. Werde ich euch verlinken in der Videobeschreibung und wenn es euch interessiert, guckt es euch einfach mal an. So, das war das zweite Thema. Dann komme ich zu dem dritten Thema. Ich muss noch mal ein, zwei Worte zu Gandalf, dem Mini-Frästisch, verlieren. Den muss ich dafür aber mal ganz kurz holen. Augenblick. Ja, da kommt er. So. Ich glaube, ich werde da auch immer noch mal zwei Griffe dran machen. Wobei ja eigentlich der Einsatz primär an der French Cleat, hier ist ja eine French Cleat-Leiste dran, geplant ist. Mal schauen. Zwei Sachen noch zu dem Mini-Frästisch. Erste Sache, es gibt ja hier diese Reduzierringhalter, diese, sagen wir mal, stylischen, die habe ich ja selber modelliert. Und habe sie mittlerweile auch gespiegelt. Das heißt, man kann nicht nur links, sondern auch rechts die Reduzierringe damit anbringen. Das ist aber nur ein kleines Detail. Wichtiger ist, dass es jetzt etwas gibt, was es vorher noch nicht gab. Nämlich, ich komme mal näher, jetzt gibt es auch für den Reduzierring-Schlüssel, der dabei war, einen passenden Halter. Den gab es nämlich noch nicht. Da ist der Halter. So, und dann ist das Prinzip genau gleich. Man steckt den einfach, zack, da rein und es hält. Aber damit nicht genug. In dem Paket mit dem Frästisch-Set ist ja auch noch so ein 2,5er Inbus dabei. Da habe ich gedacht, den möchte ich aber auch irgendwo unterbringen. Und habe dann hier einfach so ein Löchlein, kann man das sehen, so ein Löchlein reingemacht. Langloch. Und dann kann man hier den Inbus reinstecken. Wupp. Und dann hat man hier eine Einheit, die sich dann entweder rechts oder links auch befestigen lässt. Und damit ist alles verstaut. Noch gibt es diese Halter nicht frei zu beziehen. Die Idee ist ja, dass das so sein soll. Und wenn dem so sein wird, und dann kriegt ihr natürlich auch den Reduzierring-Schlüsselhalter mit in dem Päckchen, dann werde ich das auf jeden Fall nochmal separat bekannt geben. So, das war Thema 1. Und dann habe ich noch Thema Nummer 2. Super, super wichtig und es hat mich extrem gefreut. Und deswegen war es mir ein großes Anliegen, das möglichst zeitnah auch rauszubringen, sozusagen hier zu verbreiten. Das nämlich, ich glaube, der Hannes war es, zum Nachklapper-Video zum Bau von dem Frästisch hier, das Video verlinke ich euch übrigens zum Bau, hat er gesagt, ja, man soll natürlich hier hinten diese Rändelschraube, die muss man natürlich lösen, um die Höhenverstellung hier bedienen zu können. Aber man muss die Rändelschraube gar nicht dafür benutzen. Man kann nicht nur mit der GKF 12V8 die Höhe von oben verstellen durch die Fräsplatte, sondern es gibt hier auch noch so eine kleine Madenschraube, Schlitzmadenschraube, und mit der kann ich tatsächlich auch den Lift arretieren, genauso wie ich das hier mit der Rändelschraube tun würde. Und ganz, ganz herzlichen Dank für diesen echt wichtigen Kommentar. Witzigerweise, als ich die Frästischplatte auf der Maschine montiert habe, ist mir die Rändelschraube auch entgegengefallen und ich habe sie dann so angeguckt und habe mir gedacht, bipscht, ja, was bist denn du für eine Madenschraube? Und dann habe ich sie halt wieder eingesetzt und das Ding fertig gemacht und nicht weiter drüber nachgedacht. RTFM an der Stelle, ne? Also Dokumentation lesen hilft, bin mir sicher, Bosch hat es da beschrieben, wofür das Ding gut ist. Jetzt wissen wir es alle, großartig. Das heißt nämlich, ich kann von oben lösen, Höhe verstellen, von oben wieder fixieren, perfekt, besser geht's gar nicht. Achtung, das geht nur mit der Bosch GKF 12V8, nicht mit der Makita RT0700 oder deren Klonen. Ja, weil diese Höhenverstellungsfunktion ist bei der Bosch eingebaut und keine Funktion der Frästischplatte, ganz wichtig. So, das war der Frästisch und wenn ich den weggestellt habe, dann kommen wir schon zum fünften und letzten Thema. So, Graf Zahl hätte keinerlei Freude an mir gehabt, denn eben bin ich mit dem Zählen durcheinander gekommen. Zumindest fühlt es sich so an. Das hier sollte eigentlich das fünfte Thema werden. Hier der Akku-Handstaubsauger. Quasi ein Mini-Nachklapper zum Video dazu. Aber bevor ich darauf eingehe, wollte ich eigentlich noch eine andere Sache erzählen. Also sagen wir, das nächste Thema ist das, worauf ich jetzt zu sprechen komme. Nämlich die French Cleat. Und weniger geht es um die konkrete French Cleat hier, sondern um eine Frage, die immer wieder mal gestellt wurde, als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe. Da gibt es ja auch ein Video, die 7 besten Tipps für eine gute French Cleat Wand. Verlinke ich euch im Eck und in der Videobeschreibung.
wo ich mal einfach so alle Erfahrungen, die ich mit French Geek gesammelt habe, ausspeichere. Warnung vorweg, der Ton ist nicht der beste in diesem Video, aber es sollte ja eigentlich um die Inhalte gehen und ich glaube, dass man die trotzdem ganz gut mitbekommen kann. Also schaut es euch an, ist nicht ganz unspannend. Und da erzähle ich auch schon, dass ich, da zeige ich, wie ich im Arbeitszimmer eine French Geek-Wand baue und da hatte ich seinerzeit gesagt, dass ich von 15 cm Abstand zwischen den Leisten auf 10 cm gegangen bin. Und das ist, ich will das nicht zu einem Glaubenskrieg erklären, aber es ist auf jeden Fall Gegenstand vieler Diskussionen, was denn der optimale Abstand von French Cleat-Leisten zueinander sei. Es gibt da immer wieder Leute, die sagen, naja, wähle den kleinstmöglichen, dann hast du die größtmögliche Flexibilität, die Dinge zueinander zu arrangieren, was in der Sache auch korrekt ist. Die Frage ist halt, was brauche ich denn? Und je geringer der Abstand ist, desto mehr Material brauche ich natürlich, logisch. Also ich bin von 15 auf 10 Zentimetern gegangen, damals im Arbeitszimmer und mittlerweile auch, habe ja Anfang des Jahres hier nochmal alles umentworfen sozusagen, bin ich hier auch auf 10 Zentimeter gegangen und muss ehrlich gestehen, dass diese 5 Zentimeter Unterschied für mich keine dramatische Verbesserung gebracht haben, im Sinne von, ich habe jetzt eine viel größere Flexibilität, irgendwie Dinge zu arrangieren. Also das ist jetzt einfach mal so nach einigen Monaten der Nutzung erfahrungswert, dass ich da nicht sagen kann, dass man jetzt zwingend auf 10 gehen sollte oder weniger, wobei ich keine Hands-on-Erfahrung mit noch weniger habe. Ja, so der geringstmögliche Abstand ist ja Höhe der French-Cleat-Leiste mit ein bisschen Nahtzugabe. Wie gesagt, am Ende muss man das für sich selber ausprobieren. Ich bin mit den 10 cm Abstand auf jeden Fall sehr zufrieden und würde es bei der nächsten French Cleat wieder so machen. So viel dazu. Und da ich ja nicht der Meister des Zählens bin, sage ich jetzt auch nicht an, welcher Tagesordnungspunkt dieses Vlogs als nächstes kommt, sondern ich sage einfach nur, jetzt kommt das letzte Thema. Und das letzte Thema liegt ja schon bereit. Das ist der Akku-Handstaubsauger oder besser gesagt das, was ich daraus gemacht habe. Dazu gibt es ein Video, verlinke ich ebenfalls. Heute wird eine Menge verlinkt. Da zeige ich, wie ich diesen Halter hier entworfen habe und die neue Düse, die einen Winkel aufweist, sodass das Saugen mit dem Akku-Staubsauger ergonomischer wird. Und in dem Halter ist eben die Ladebuchse integriert. Das heißt, wenn man ihn reinsteckt, wird er geladen. Und es gab verschiedene Kommentare. Ich kann auf jeden Fall die Sorge nehmen, dass er dann ständig Strom verbraucht wird, weil tatsächlich es so ist, dass der aufhört zu laden, wenn der Akku voll ist. Das ist schon mal gut. Das sollten eigentlich alle modernen Geräte machen, um nicht unnötig Strom zu verbraten. Aber so ist das bei dem Gerät auch. Und die Frage, die auch gestellt wurde, auf die ich eingehen möchte hier, ist, ja, warum hast du denn nicht das ganze Zubehör auch gleich mit an den Halter gebracht? Die ganz kurze Antwort ist, weil ich es nicht brauche. Ne? Also da ist ja jetzt die Langdüse, die ich ersetzt habe durch diese Winkeldüse. Und mir ist kein Szenario eingefallen, wo ich die Langdüse gebrauchen könnte. Es ist noch ein Bürstenaufsatz für die Langdüse dabei. Ich brauche aber keinen Bürstenaufsatz. Und dann ist da auch noch so eine Art Gummilippe, so ein Gummisaugteil dabei, relativ kurzes Stück, wenn man mit dem Sauger feuchte Sachen aufsaugen möchte, was ich definitiv nicht tun werde. Und das heißt, ich brauche das Zubehör nicht. Ne? Also es bleibt bei demselben Fazit, ich brauche es nicht. Und deswegen habe ich es folgerichtig auch nicht an den Halter gebaut. Ganz simpel. Und dann gab es noch eine wichtige Anmerkung, nämlich, ja, da ist ja jetzt sozusagen Friktion, eine ordentliche Reibung. Also es muss sicherlich ein bisschen Aufwand, ein bisschen Kraft muss ich aufbringen, um den Sauger aus dem Halter rauszuziehen. Und dann ziehe ich ja, sieht man ja jetzt hier auch sehr schön, weil er ja nur an dieser French Cleat-Leiste hängt, dann ziehe ich ja immer den ganzen Halter mit raus. Das kann man auch in dem Video, kann man das auch ganz gut sehen, ganz am Anfang im Einspieler, dass ich tatsächlich mit dem Zeigefinger fixiere, hier oben, und dann rausziehe. Das soll nicht so bleiben. Ich habe es halt nur für das Video noch nicht geschafft gehabt, aber ich möchte natürlich hier irgendeine Art von Arretierung noch bauen, damit genau das nicht passiert und ich allen voran das mit einer Hand machen kann, also das Gerät rausziehen kann. Da gibt es verschiedenste Ansätze, muss man nur mal googeln, stolpert man über zig Ideen, wie man denn so einen French Cleat-Halter arretieren kann. Die allermeisten funktionieren so, ich würde ja die Keilleiste, auf der der Halter ruht, wäre ja hier unten. Und die meisten basieren darauf, dass man irgendeinen Ansatz wählt, um von hier unten gegenzudrücken. Ja? Irgendwas hier unten dagegen, damit
auf diesen Seil, also damit hier fixiert ist sozusagen und sich der Halter nicht mehr bewegen kann. Ich habe mich noch nicht für sozusagen die Variante entschieden, mit der ich das machen möchte. Mir schwebt da natürlich wieder sowas im Kopf, was total overengineert wäre. Also irgendwas mit einem Federmechanismus, ja, wo man von unten reindrückt, dann drüber zieht und dann es einrasten lässt. Das würde auf jeden Fall, weil es so völlig übertrieben ist, gut zu meinem Kanal passen. Aber wie gesagt, habe ich mich noch nicht für entschieden, wie ich das genau machen möchte. Übrigens, die Idee mit den Federn ist nicht von mir. Das habe ich auch irgendwo bei jemand anderem gesehen. Lasst euch überraschen. Werde ich auf jeden Fall entweder in einem Vlog oder woanders, werdet ihr es auf jeden Fall sehen. Vielleicht in meinem Instagram-Kanal. Den verlinke ich euch ebenfalls. Geht mal rüber, da kriegt ihr ein bisschen näher mit, was ich hier so treibe. Und ja, das war schon das Ende des Vlogs. Gerne Kommentare jederzeit. Ich antworte immer. Ein Like ist natürlich auch total gern genommen, allen voran auch ein Abo, am besten mit Glocke, dann verpasst ihr nichts. Und ich kann nur sagen, schön, dass ihr da wart, bleibt mir treu und auf bald. Tschüss.